Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir stehen gerade mitten in der Hohen Tatra in der Slowakei. Es ist 5 Uhr morgens und wir haben heute eine richtig krasse Wanderung vor. Krass wird es deswegen, weil wir haben dort einen Abschnitt, der über mehrere Kilometer ziemlich gefährlich sein soll. Also da haben wir teilweise Aufstiege und Abstiege, die extrem steil sein sollen, und auch die Wanderwege, die sollen da sehr schmal sein. Und außerdem haben wir auf der Wanderung noch einen Wasserfall und mehrere Bergseen zu sehen. Also ich würde sagen, let's go! Wir sind jetzt schon gute 3 Kilometer auf dem Weg und wir müssen sagen, dass uns die Wanderung bisher richtig, richtig gut gefällt und wir äußerst positiv überrascht sind. Weil wir sind nämlich gestern auch schon mal in der Hohen Tatra unterwegs gewesen. Da sind wir um 4 Uhr aufgestanden und hatten halt so gedacht, yo, ganz easy, wir werden ganz alleine sein. Ja. Und wir hatten aber genau das Gegenteil. Ja. Also es war rammelvoll, die Parkplätze waren voll, die Wanderwege waren voll. Und das um 5 Uhr morgens. Also da waren solche Massen, also das kann man sich nicht vorstellen. Ja, dementsprechend sind wir halt jetzt umso froher. Wir haben eigentlich auch schon fast damit gerechnet, dass hier auch schon viel los sein wird. Aber es ist halt hier gar nichts los. Von daher ist es hier sehr, sehr cool. Die Umgebung ist schön. Mhm. Jetzt sind wir so langsam auf dem Weg zum Wasserfall. So, wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Ihr seht schon im Hintergrund hier, da ist der Wasserfall. Und es ist richtig, richtig beeindruckend. Ja. Also hier ist keine Menschenseele, wir haben hier alles uns alleine. Genau, die Sonne geht halt gerade so auf. Also wir sehen zwar die Sonne nicht, aber vom Wolken her und vom ganzen Himmel sieht man es halt richtig, richtig krass. Ja, also die Kulisse ist echt mega nice hier. So, wir lassen jetzt den Wasserfall hinter uns, haben jetzt eben nochmal eine längere Pause gemacht mit viel Bilder-Session und Video-Session. Und jetzt der nächste Spot, den wir uns anschauen wollen, das ist ein Bergsee, der liegt direkt über dem Wasserfall hier. Da sind wir auch mal sehr gespannt, wie der aussehen wird, vor allem mit der krassen Aussicht hier. Genau, dann machen wir jetzt auf dem Weg hin. Wir sind schon beim ersten richtigen Bergsee angekommen. Der ist auch richtig, richtig schön anzusehen. Nur sitzen uns gerade schon richtig viele Touristen im Nacken. Also wir haben das gerade von oben gesehen, wie die Ameisen hier hochlaufen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir laufen jetzt einfach direkt weiter. Ein bisschen Strecke machen. Genau. Und haben ja dann noch andere Bergseen, wo wir dann ein bisschen in Ruhe was filmen und fotografieren können, damit wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Vorsprung ausbauen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das vor der Kamera da seht. Wir haben hier 2 Steinböcke. Und die sind auch 3. Jetzt auf einmal. Das ist ja krass. Also richtig krass. Die sind anscheinend schon Menschen gewöhnt, weil hier ist ein Hund und da ist ein Steinbock. Also, ich glaube normalerweise würden die einfach wegrennen. Ah, krass, das kam halt auch so aus dem Nichts. Ja, jetzt geht es erstmal weiter auf den nächsten Grat. Es wird doch jetzt ein bisschen steiler hier alles. Leute, wir sind jetzt auf unserem ersten richtig steilen Anstieg.
Das Schöne oder das Blöde ist halt, dass wir haben hier, die Sonne knallt jetzt hier rüber. Die ist über den Gebirgsgang rübergezogen. Das macht alles ein bisschen schweißtreibender für uns alle. Aber wir schaffen das. Oben ist dann ein Bergsee, das Ziel. Und von da aus kommt dann unser groß gefürchteter, gefährlicher Abschnitt. Ich kann nicht mehr. Es ist anstrengend. Das ist halt der Anstieg so steil und hier sind halt alles lose Steine. Und es ist halt übelst warm. Jetzt haben wir gerade zum Glück wieder Schatten. Wir haben ja gerade schon einen Großteil in der prallen Sonne gemacht. Aber wir haben es fast geschafft. Wir sind gerade am Bergsee angekommen und Jason meinte gerade eben noch, das sind nicht mehr 4 Höhenmeter danach. Danach sind wir fast da. Die Höhenmeter, die wir noch hochlaufen müssen. Nicht mehr viel. Ist nicht mehr viel. So, aber der Bergsee, den wir jetzt hier hinter uns haben, der ist richtig schön wieder. Also glasklares Wasser, auch richtig blau hier in der Ecke. Und halt umgeben von unseren schönen Bergen. Und jetzt geht's, wie Alina eben schon gesagt hat, hier noch hoch das Stück. Dann haben wir es auch schon geschafft. Leute, wir sind mittendrin. Mittendrin auf dem Weg nach oben. Wir haben jetzt auch schon noch ein paar andere Leute da oben gesehen und wissen quasi jetzt, wo wir halt lang müssen. Ich schätze mal so, wir haben ein Drittel von dem Anstieg. Eher ein Viertel. Alina sagt eher ein Viertel. Aber die Aussicht ist echt Bombe. Also hier der eine Bergsee und da ist noch ein See. Dann da unten im Tal haben wir auch noch ganz viele Seen gehabt. Das ist echt schön, aber auch ganz schön anstrengend. Ich bin mal gespannt, wie dann dieses gefährliche Stück da oben ist. Das geht dann da oben erst los. Jetzt machen wir nochmal kurz Pause und dann geht es auch schon schön weiter. So Leute, jetzt haben wir den Anstieg fast komplett durch. Jetzt ist noch das letzte Stückchen, fehlt jetzt noch. Aber es war sehr schlimm. Es war sehr krass. Also da sind halt hier auf kürzester Distanz hat man hier halt so viele Höhenmeter. Ich habe so teilweise gesehen. Ja. Ist echt und sehr. Nur lose Steine und ja. Gefühlt hinter jedem Schritt bröckeln Steine runter, hunderte Meter. Ja, also es ist echt krass. Also, meistens haben wir immer, wenn wir so eine Wanderung gemacht haben, da guckt man halt immer auf diese Gebirgsfelder, wo wir halt jetzt gerade drauf sind, guckt man eigentlich nur rauf. Ja. Und haben wir bis jetzt auch nur. Ja. Und jetzt läuft man hier einfach hoch. Schon crazy. So, das ist das besagte Stück. Hier haben wir unsere Ketten. Also hier kann man sich eigentlich sehr gut festhalten überall. Ich denke mir auch, dass das jetzt kein großes Problem sein sollte, weil wir da dann durchkommen sollten. Und dann ist halt die Frage, wie es halt dann auf der anderen Seite bergab geht. Aber auch das schaffen wir jetzt noch und dann haben wir den ganzen Aufstieg der Wanderung jetzt durch. Dann geht es nur noch bergab. Da haben wir dann noch einen Bergsee vor uns und dann das Auto. Das ist schon krass. See. Hä? Den See? Den See? Ja. Okay. Der ist riesig. Hi. Blau. Alina hat es geschafft. Jetzt noch Ernie. Ernie und ich. Thank you.
hier unser Ausblick. Ach du Scheiße, das ist ja krass. Es ist. Sieht aus wie ein Meer. Ja. So, das ist jetzt hier unser Abstieg. Es geht bis ungefähr, also ein bisschen höher als an den See. Also es ist nicht ganz so steil und nicht ganz so lang wie das Stück hoch auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was wir noch an dem schönen See da machen können. So, wir haben jetzt den Großteil von unserem Rückweg geschafft und jetzt steht noch eine Badesession an. Eigentlich wollte ich in einen von den 1000 Seen gehen, die wir ja gesehen haben, aber das hat halt immer nicht gepasst. Entweder waren es halt die Touristen, dass man schneller vorankommen wollte, oder jetzt hatten wir halt keine Lust mehr auf dem Rückweg noch extra zu dem See ranzulaufen. Deswegen werde ich mir jetzt hier reinlegen, weil das nämlich die letzte Chance ist, die ich habe, um noch einmal ins Wasser zu kommen, und die will ich nicht ungenutzt lassen. Langsam aber sicher sind wir jetzt im Wald angekommen. Also da wird es dann auch ein bisschen flacher. Und ich habe mich jetzt entschieden, die letzten paar Kilometer barfuß zu laufen. Ich laufe generell viel barfuß und hatte eigentlich auch so mit mir gerungen, ob ich halt die ganze Wanderung barfuß laufe. Aber habe mich halt dann doch dagegen entschieden, weil das mir doch dann ein bisschen zu krass war. Da muss ich mir noch ein bisschen mehr rantasten, deswegen jetzt auch der letzte Abschnitt hier barfuß laufen, damit ich dann hoffentlich irgendwann mal so eine Bergtour komplett ohne Schuhe machen kann, weil das wäre echt nochmal eine richtig krasse Challenge. So Leute, wir haben es fast geschafft, wir sind fast zu Hause, also im Auto. Ich kann nicht mehr. War echt. War schon eine krasse Wanderung. Extrem anstrengend. Also, das kann man schon auch als einer der krassesten, die wir gemacht haben bisher. Ja, neben Fichtelberg von der Länge her. Ja. Aber meine Füße, das hat wirklich schon fast Niveau wie Fichtelberg. Das brennt so sehr. Wirklich jeder Schritt und jedes Mal, wenn ich halt auch hochgehe mit meinem Fuß. Ja, wenigstens ist jetzt gerade keine Sonne da. Es soll nämlich auch in einer Stunde gewittern. Da sind wir jetzt noch gut von der Zeit her. Und ich freue mich dann einfach nur noch, wenn wir dann im Auto sind. Wir haben es geschafft. Wir sitzen im Auto. Ja, und passend dazu hat es eben mit Regnen angefangen. Also genau. Richtig gut. Ja, die Wanderung. Es war sehr crazy, also ja. Richtig anstrengend, aber auch richtig vielseitig. Also wir hatten ja einen Wasserfall, dann mehrere Bergseen. Ja. Die Aussichten waren halt echt immer richtig krass. Und wir waren halt gefühlt richtig im Hochgebirge. Mhm. Das war, glaube ich, 2300 oder 2200. Ja. So in den Dreh waren wir auf der Höhe. Und wir haben das erste Mal einen Kamm überquert. Das war auch sehr cool. Genau, also es war sehr, sehr cool. Ja, sehr außerhalb der Komfortzone, vor allem für mich, weil ich nämlich Höhenangst habe. Also beziehungsweise Angst vorm Fall, also nochmal so eine spezielle Form. Deswegen bin ich da sehr, sehr krass an meine Grenzen gekommen. Ja. Umso besser, dass du es geschafft hast. Genau. Und an dieser Stelle beenden wir jetzt auch das Video. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Mhm. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.